erfolgreich gestoppt. So, Schnelleinsatz starten. Akzeptieren, was? LB, sind wir gerade an einem Schnelleinsatz? So. 215.000, okay. Warum das Schnelleinsatzrennen gleich noch machen? Ach klar, warum nicht? Kommt schon. Rase bis ins Ziel und vermeide Kollisionen. So. Machen wir gleich nochmal einen Schnelleinsatz. Das ist mal wieder ein bisschen was anderes so nebenbei. Einfach mal schnell rasen, auch als Polizist. Sollte einem ja nicht verwehrt bleiben. Auch der Polizist möchte ja mal Spaß haben, nicht wahr? Und einen auf Racer machen, so ungefähr. So, da vorne ist wieder ein Rennen. Beziehungsweise eine Verhaftung im Gange. Ah, das ist mir jetzt egal. Ich muss hier nur zum Schnelleinsatz kommen. So, oh, schöner Drift, ein 113er Drift. Gar nicht mal so verkehrt, gar nicht mal so verkehrt. So. Jawohl hier, jawohl hier. Yes. Einen auf Ken-Block machen. Na gut, so gut sind wir bei weitem nicht wie Ken-Block. Dafür ist das Spiel ja auch nicht ausgelegt, sowas wie Ken-Block. Das wäre aber auch mal eine geile Idee, oder? So ein Spiel auf Ken-Block-Basis. Also ein reines Drift-Spiel. Gymkhana. Das wäre doch mal eine geile Idee für ein Spiel, oder? Also da, das würde ich mir sofort holen. Das Gymkhana Racing-Spiel, das ultimative. Und dann muss man halt seine Geschicklichkeit zeigen. Ach, das wäre geil. Da würde ich mich freuen. Boah, die Sonne, ich sehe nichts. Sieht man ja kaum was. Da fahren wir auf die andere Straßenseite hier. Zack. Wir haben ganz schön Speed drauf jetzt. Wow, 315 km/h gerade. Und das NOS, das sammelt sich, das sammelt sich. So, wow. 330 oder wie viel? Auf jeden Fall viel zu viel. So. Kommt schon, das hier müssen wir schaffen. 14 von 16. Kontrollpunkte, das ist der nächste. So, 15 von 16 Kontrollpunkte und da vorne ist das Ziel, ich sehe es schon. Jawohl, und wenn jetzt keiner vor uns direkt auftaucht, dann haben wir das geschafft hier. Bam, jawohl, Gold und sogar als Erster. So, und wo ist jetzt hier das nächste Ding, der nächste Kommandopunkt, genau in umgedrehter Richtung. Dann fahren wir mal zurück. So, 1 Kilometer. Habe einen verdächtigen Racer in meiner Nähe. Okay, wir sind undercover. Lassen wir den jetzt mal racen. Ich will jetzt hier nur die Pünktchen in Sicherheit bringen. So, hier ist doch unser Kommandopunkt. Yes! Alles in Sicherheit bringen. Ja, da waren wir auch wieder relativ schnell mit dieser Speedlist. Das geht schon relativ zügig, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt. So, aber es ist auch viel Glück natürlich, kommt es auch immer darauf an mit. Zack, 49.215 Speedpunkte wieder und neuer Rang. Oh, jetzt kommt der SRT. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Richtig geile Karre. Bom, bom, bom. Geil. Die Straßen werden wieder sicher sein. So, sammle 25 Gold bei Schnelleinsatz, erziele 5 Nitro-Seitenslams. Was sind denn Nitro-Seitenslams? Erziele 3 Beine undercover. Chaos. Gold betrifft über eine Distanz von 2.200 Meter. Ist auch geil. Und verhafte 3 Racer. Ich werde mitten unter ihnen fahren. So, und danach schalten wir den Lamborghini Gallardo frei. Trifft 3 Racer und slamme 6 Racer. Und das ist auch Gold, das reizt mich am meisten. Enforcer. So, sind wir schon Stufe 8 hier. Das gibt's da nicht. Gut, Hot Pursuit. Hot Pursuit. 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 Wo haben wir denn hier eins, was wir noch nicht erledigt haben? Das hier haben wir schon erledigt, oder? Haben wir das schon erledigt? Und das ist neu. Das ist neu. Nehmen wir mal das.
Du findest eine aktuelle Autolog-Spielliste im Easy Drive-Menü. So, und danach, denke ich mal, wenn wir das abgeschlossen haben, die Speedlist, würde ich erstmal ein Aufnahmepäuschen hinlegen. Da kam der Herzschlag. Jawohl. Drei Stück. Sollte machbar sein. So, sollte machbar sein, drei Leute. Sind nicht allzu viele. Zack. Zack. Wow, ist der schon, der ist schon verhaftet. Das ging ja fix. So, nehmen wir uns den da vorne vor. Das ging ja jetzt fix. Wirklich, ey. So, ESF können wir auch wieder aktivieren. Zack. Oh, den da hat es ganz schön gelegt, den einen. Eieiei. Jawohl. Yes. Den hat es richtig mitgegeben. So, Werkstatt. Geil. So, los jetzt. Komm schon. Den Slam. Wow. Wow. Okay, die Kurven hier. Sehr kurvenreiche Strecke. So. Zack. Ja, Schockramme hat getroffen, aber den leider noch nicht zerstört. Was ist denn der andere? Würde mich interessieren. Sind die schon down? Zack, bam. Hot Pursuit abgeschlossen. Eins und... Boah, wir haben schon fast unsere Speedlist wieder abgeschlossen. Das ist ja abartig, hey. So, jetzt müssen wir schon nur noch schnell einen Racer finden. Damit wir noch ein paar Punkte sammeln hier. Ach, ich wollte gerade sagen, in 200er Drift, Fehlanzeige, Drift 144er. Ist aber auch nicht schlecht. Neuer Rekord 500, was für Ding? Wow, scheiße. So, wo sind jetzt hier die Racer? Ich brauche Racer. Da vorne ist doch einer. Komm, den kriegen wir. Der Officer hat hier Sichtkontakt gemeldet. So, setzen wir mal die Alarmanlage ein. Wow, fährt der lang? Du entkommst mir nicht, vergiss es. Forget it, mein Freundchen. Zack. Da schon mal ein gutes Viertel an Energie abgezogen. Zack. Wow! Was war das denn? Heilige Mutter Jose, was war das denn? Boah, da hat mich irgendeine Scheißbulle von der Seite gerammt. Nehme ich an. Also es kann ja nur so gewesen sein. Boah. Scheiße, Mann. Das hat ganz schön gezwiebelt. Da vorne ist ein neuer. Ne, das ist der. Das ist der. Zack. Wow. Damit. Da, komm schon, den kriegen wir jetzt. Ich will die Speedlist endlich abschließen. Wir sind schon wieder viel zu lange in der Speedlist dran. Komm schon. Yes. Jawoll. Ha, Speedwallzeit 3 Minuten 50 Sekunden. Erledigt. Not a problem. So, wo ist der nächste Unterschlupf? GPS, nächster Kommandoposten. In die Richtung. Na, da sind wir gleich richtig unterwegs hier. Wow. Wen wollte denn der jetzt jagen? Kommt hier ein Racer oder was? Ich sehe gar keinen. Ach, da hinter uns. So, da. Hier. Den nehmen wir mal fest, oder? Verfolgung gestartet. So. Wow.
Ja, hier können wir noch ein paar Pünktchen sammeln, würde ich sagen. Zack. Ja, die Schockramme ist irgendwie nicht ganz so effektiv, wie ich es mir manchmal erhoffe. Zack. Bam. So, ich glaube, ich muss den da vorne nehmen. Das ist der Spieler, ne? Das ist der Spieler. Der leckt aber ein bisschen. Das ist zum Nachteil für uns. Das ist unser Nachteil. Dass der ein wenig rumleckt gerade. Ha! Der wurde doch... Ach, scheiße. Ja, schnelles Init ist manchmal gar nicht so verkehrt, wenn man das hätte. So, da vorne fährt er. Komm schon. Wir haben nicht den Kontakt verloren. Ja, der ist jetzt Fahndungsstufe 6 mittlerweile. So. Ja, der nimmt die Abkürzung, die können wir auch nehmen. So ist es nicht, Freundchen. So ist es nicht. Sloyl Slowly 666, oder wie du ausgesprochen wirst. Herzlich willkommen auf YouTube, mein Freundchen. So. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wow. Der fährt jetzt in die andere Richtung. Und wieder durch die Werkstatt durch. Wo ist denn der hin? Da vorne. Eieiei. So, genau in die andere Richtung jetzt gefahren. Mensch, scheiß Bullen, ich bin hier an einen Fall dran. Könnt ihr mich doch nicht so behindern? Ist der jetzt weg? Ich glaube, der ist jetzt weg, oder? Ich glaube, den haben wir jetzt verschissen hier. Ah gut, das Init leckt auch sehr. Muss man dazu sagen. Da vorne ist er. Er ist da vorne. Da müssen wir sehr schnell sein, um den noch einzuholen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Die Speedlist ist ja schon abgeschlossen, aber noch ein bisschen so Spaß hier am Ende zu haben, ist natürlich nicht verkehrt. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen hier. Der ist da vorne. Bleib mal stehen, du! Eieieiei. Aber da so eine Kehrtwende gemacht hatte bei der Tankstelle, da bin ich dann vollkommen durcheinander gekommen. Dann noch das leckende Internet. Das ist natürlich sehr von Nachteil. Ach, weg ist er. Der ist hier in Unterschlupf gefahren. Na dann. Dann gehe ich jetzt zum GPS und zum nächsten Kommandoposten. Der auch nur 1,8 Kilometer hier, 1,7 Kilometer entfernt ist. So. Und dann bringen wir mal die ganzen Speedpoints wieder in Sicherheit. Hat ja mal langsam Zeit hier wieder. So. Ordentlich Gas geben. Ordentlich. Halt, 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 das ist der Unterschlupf. So, jawohl. Kommandoposten akzeptieren. Puh. Da haben wir jetzt auch wieder ganz schöne Speedpoints gesammelt hier. Und bestimmt wieder ein Wagen freigeschaltet. Schauen wir mal. Wie viele Speedpunkte? 38.000. Ja, okay, das geht schon. Und den Lamborghini Gallardo. Endlich. Auch ein sehr, sehr schickes Auto. Jawohl. Geil. Kapitel 4. VRT angefordert. Das Justizministerium wurde eingeschaltet, um die sogenannte Einschüchterungskultur unter den Polizeikräften von Redview County zu untersuchen. In dem von dem Skandal betroffenen Revier leisten alle Officer nur eingeschränkt Dienst, solange die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. In der Zwischenzeit wurde das Vehicle Response Team des FBI, die beste Eingreiftruppe des ganzen Landes, mit der Aufgabe betraut, die Straßen zu sichern. Ich bin nicht du.
Ich bin der Dreck unter deinen Nägeln. Die Sünde, die du niemals beichtest. Wir sollen die Öffentlichkeit verteidigen. Unter Einsatz jeglicher Gewalt. Man benutzt Begriffe wie notwendige Gewalt, um davon abzulenken, dass wir geschickt werden, um Leute um die Ecke zu bringen, die dasselbe mit ihnen tun würden. Sie alle wissen, dass sie uns brauchen. Denn jeder will Sicherheit. Aber nur wenige wollen den Preis akzeptieren. So. Unsere Hände gebunden. Patrouilliere 16 Kilometer, 5 Speedzonen in einem Durchschnittstempo von 160,9. Patrouilliere 16 Kilometer. Löse 5 Kameras bei 100. Das klingt doch ganz gut. So, bei dieser Aufgabe bist du auf dein aktuelles Fahrzeug beschränkt. Okay. Ach, auf das hier, auf den Dodge Charger SRT8. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Denn ich möchte jetzt erst einmal eine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Let's Play Need for Speed Rivals. Und bis dahin, ciao, ciao, euer Kelle, bye.